Hallo ihr Lieben, ich bin Julia von Just Dummy und ich habe mal wieder ein Taschenvideo für euch. Wenn euch das auch interessiert und ihr auch so gerne Taschen habt wie ich, dann bleibt dran. Zusammen. Willkommen auf meinem Kanal rund um das Thema Personal Styling, Personal Shopping und natürlich Handtaschen. Meine absolute Leidenschaft. Ich sammle die, ich kaufe die, ich verkaufe die und ich stelle euch die hier gerne vor. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe heute für euch eine Nano Bag. Es handelt sich um eine von diesen ganz kleinen, süßen, kleinen, winzigen Täschchen. Ich möchte euch heute die von Karl Lagerfeld vorstellen, die ich bekommen habe. Total süß. Das heißt, auch diese bekommt ihr mit so einem süßen, kleinen Staubbeutel hier. Und ja, ich packe die mal aus. Die ist echt zu süß. So. Und zum Vorschein kommt, tada, die mini kleine Icon Graffiti Tasche von Karl Lagerfeld. Zur Größe, die hat hier die Maße 9 cm, 7 cm, 4 cm. Also wie ihr euch schon denken könnt, viel passt hier nicht rein. Aber also gerade für den Sommer oder so vielleicht, ich zeige euch gleich noch, was reinpasst, aber kann man vielleicht einen Lippenstift oder ein Labello, einen Schlüssel und das war es dann auch schon reinpacken. Aber ist die nicht süß? Gott, ist die süß! Ja, die kommt tatsächlich mit so einem langen Trageriemen, den kann man nicht verstellen, aber die wird ja auch mehr oder weniger Crossbody getragen, also was anders sieht wahrscheinlich auch nicht ganz so locker, leger aus. Ich habe euch ein paar Möglichkeiten, wie ihr so eine Mini-Tasche stylt, auf meinen Pinterest-Pinwänden verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, ich verlinke euch die hier unten. Da sind tolle Styling-Ideen für diese ganz kleinen Taschen, für Mikro-, Nano-, Mini-Taschen, für alle Farbtypen Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in den Kommentaren hier unten. Und ja, da habt ihr ein paar Styling-Ideen, wie ihr so eine kleine Mini-Tasche stylen könnt, passend zu diesen ganzen Farben. Gerade diese kleinen Taschen kommen sehr oft in ganz tollen, bunten, hellen Farben, weil die natürlich irgendwie ein Statement sind, ein kleines Highlight an so einem Look. Das heißt, man sollte irgendwie sein Outfit um diese Mini-Tasche herum stylen. Diese ist zwar auffällig durch diesen Graffiti-Look hier, aber grundsätzlich gibt es die natürlich auch noch in ganz vielen hellen, grellen Farben, die sich super süß in tolle Outfits reinstylen lassen. Schaut da gerne mal bei den Pinterest-Wänden vorbei und lasst euch inspirieren, wenn ihr auch überlegt, euch so eine Mini-Tasche zu kaufen oder vielleicht habt ihr schon eine und ihr habt die oder sucht ein paar Möglichkeiten, wie ihr die in eure Outfits einbauen könnt. Natürlich kann man diese Mini-Taschen auch immer ganz gut an große Taschen dranhängen, an Shopper zum Beispiel oder an Rucksäcke oder so, aber da geht so ein bisschen dieses Highlight oder dieser Eye-Catcher verloren, weil dann der Fokus auf der ganzen Tasche ist. Also wenn ihr die wirklich in den Fokus stellen wollt, dann stylt die ohne eine Tasche dran und dann könnt ihr die auch richtig schön ins Outfit einbauen und als Highlight sozusagen dekorieren. Zurück zu meiner süßen kleinen Handtasche hier. Die ist wirklich winzig. Die kommt hier mit so einem Trageriemen. Der ist zum Teil hier aus Leder und zum Teil mit so einer silbernen oder versilberten Kette. Dann haben wir hier vorne ganz klein drauf das Karl Lagerfeld Logo und hier an den Seiten so ganz süße kleine, ja ich sag mal Knoten, die die Tasche so ein bisschen zusammenhält und zur Form ist die halt unten so ein bisschen abgerundet und dann hat die hier hinten noch so ein Mini-Henkel, an der man die natürlich auch tragen könnte. Die ist echt so süß. So, man kann die natürlich auch öffnen. Zwei Druckknöpfe verschließen dieses süße Schätzchen hier. Und dann hat man hier ein Innenfach. Keine Ahnung, wie man da auch noch eine zweite Tasche rein hätte quetschen können. Das ist also eigentlich nur ein großes Fach, könnte man sagen. Und das, was ihr jetzt hier drin seht, das ist nur der Zettel. Aber grundsätzlich habt ihr hier so ein kleines Fach,
wo ihr theoretisch was reinpacken könntet, wenn ihr diese Tasche nutzt. Ich habe mal was mitgebracht. Was auf jeden Fall super gut reinpasst, wäre ein Lippenstift. Tatsächlich könnte man sogar zwei Lippenstifte, ich meine, gut, warum braucht man das? Aber man könnte theoretisch sogar zwei Lippenstifte gut drin verstauen und das war es dann auch schon. Oder ihr könnt einen Lippenstift und ein paar Mint oder einen Schlüssel, vielleicht noch ein Kaugummi. warum braucht man sowas? Erkläre ich euch gleich. Ich habe am Anfang gedacht, ja, vielleicht ist das ganz praktisch, wenn man einen Lippenstift und vielleicht noch eine EC-Karte reinpacken könnte. Ich habe mal eine mitgebracht, aber das geht nicht so wirklich. Also man könnte die so schief reinpacken, aber dann verformt sich die Tasche so ein bisschen. Ist also leider, sagen wir, um einen halben Zentimeter zu klein. Also es geht schon. Aber es ist dann die Tasche bzw. die Kreditkarte liegt dann schief drin, schräg drin. Also grundsätzlich würde ein Lippenstift und ein Schlüssel reinpassen. Ich meine, gut, was brauchen wir mehr? Ne? Zum Styling würde ich die auf jeden Fall immer Crossbody tragen und dann schön sportlich, weil es irgendwie auch so ein bisschen sportlicher Look ist. Man kann die aber auch schön mit einem Rock oder einem Blazer kombinieren. Ich packe euch, wie gesagt, ein paar schöne Outfit-Ideen auf meine Pinterest-Wände und da könnt ihr euch super inspirieren lassen. Von dieser Sorte gibt es ja noch von anderen Herstellern auf jeden Fall auch welche, die vielleicht ein bisschen mehr Farbe haben oder noch ein bisschen auffälliger sind oder ein bisschen andere Optik. So, warum braucht man eigentlich so ein kleines, süßes Ding hier? Ich habe keine Ahnung. Nein, warum braucht man das? Das ist, ich denke, für die Ladies und Gentlemen unter uns gedacht, die auf jeden Fall Taschen lieben und Taschen als Sammlerstücke sehen. Ja? Es ist jetzt keine, ich sag mal, im Alltag praktische Tasche, die man jeden Tag nutzen kann, wo man sein ganzes Zeug reinwerfen kann und die alles quasi gut verstaut, was man so im Alltag braucht. Nein, natürlich nicht. Das ist mehr so ein, ich sag mal, wie ein kleines Accessoire, wie eine Kette oder wie eine Uhr oder ein paar Ohrringe oder so. Ich glaube, so würde ich diese Tasche bewerten. Und das ist auch der Grund, warum ich die so toll finde, weil ich liebe Taschen. Und ich finde, mit dieser Art haben die Labels einfach gezeigt, dass man eine Tasche auch als Zusatzaccessoire in so einem Outfit gut stylen kann. Klar, man muss das nicht haben. Klar, man kann sagen, es ist rausgeschmissenes Geld. Aber ob ich mir jetzt einen Armreifen kaufe oder so eine Mini-Tasche und das als Accessoire in mein Outfit einfließen lasse, ist für mich persönlich irgendwie das Gleiche. Und deswegen finde ich das süß, ich als Taschenliebhaber und Taschensammler, so eine kleine Minitasche zu haben. Und ihr müsst selber für euch entscheiden, seid ihr bereit, so viel Geld für so eine kleine Handtasche, die man eigentlich im Alltag nicht nutzen kann, auszugeben oder auch nicht. Wie gesagt, diese kleinen Minitaschen, gerade wenn die von irgendeinem Designer-Label sind, kann man die eventuell auch, wenn man merkt, ich ziehe die überhaupt nicht an oder ich trage die überhaupt nicht, ich style die überhaupt nicht, kann man die auch gut wieder verkaufen. Und grundsätzlich ist es einfach eine echt süße Variante einer echt schönen Tasche. Also überlegt euch, ob ihr sowas braucht oder nicht und oder ob ihr, wie auch ich, euch das schenken lasst, wenn ihr zu Weihnachten, zum Geburtstag oder so, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch was Süßes auszusuchen, dann überlegt, ob ihr vielleicht so eine kleine Tasche haben wollt, weil groß im Alltag nutzen ist schwieriger, aber für ein tolles Outfit kann man die immer super, super süß kombinieren. Und ich liebe diese kleine Tasche. Wenn ihr Fragen habt zu meiner Tasche, dann meldet euch gerne bei mir oder hinterlasst einen Kommentar hier unten. Ansonsten lasst euch inspirieren von meinen Pinterest-Pinwänden, schaut da mal vorbei. Oder auch, wenn euch die Tasche zu klein ist, ich habe ganz viele Videos über größere Tasche, da ist ein Shopper dabei oder dann hast du meine ganz normale Lieblings-Alltagstasche, verlinke ich euch hier oben. Hinterlasst mir ein Like, wenn es euch gefallen hat und schaut mal wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Talk to me.